So, wir sind vergiftet bei Resident Evil und sind gerade mitten im Kampf gegen eine riesige Schlange. Wir haben aber nur die Pistole und Munition für ein Gewehr. Aber ich glaube, unser guter Kollege... Glück gehabt. Ich habe schon gedacht, die Schlange hat das Ding gleich mit verschluckt. Nein, lass mal gut sein. Ich bin nicht lecker und nicht essbar. Nein, 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 nein. Hier, guck lieber an, was ich habe für dich. Ganz feine Sachen. Oh, Junge. Was machst du da? Komm schon, ich sehe nichts. Was ist das? Die Musik klingt nicht so gut. Oh Mann, der Raum ist grün. Ich glaube, wir sind hier durch. Funktioniert das, weil blaues Kraut haben wir noch nicht. Aber beim Richard hat es ja auch funktioniert. Ist das jetzt der Kreislauf? Ja. Super, wieder dahin zurück. Ist das jetzt der Kreislauf? Man rettet den einen. Der wird dann doch gefressen. Dann wird man gerettet von jemand anderem. Und opfert sich dann für diesen, der dann wieder vergiftet wird. Oh, hi. Das war effizient. Ja, dadurch, dass wir den Kopf abgeschossen haben, sind die jetzt auch endgültig tot. Das finde ich gut. Dann brauchen wir den gar nicht anzünden. Serum möchte ich haben. Den kennen wir ja noch ein bisschen von Richards Rettungsaktion. Richards Rettungsaktion. Ah, hoffentlich kommt uns jetzt kein Zombie entgegen. Das wäre schlicht. Schlicht für unsere Gesundheit. Hm, jo, gleich sind wir da. Auf. Rum, einmal rein und wieder heile sein. Was für ein Reim. Der geht dir garantiert auch auf den Leim. Oh ja, jetzt sterben wir, weil unser Inventar voll ist. Kannst du es ja auch nicht wegnehmen, oder? Nein. Das wäre schon kompliziert, sowas einfach gleich zu nehmen. Jo, zieh's dir rein. Okay. Und wir sind schon wieder im kritischen Bereich. Oh Mann, jetzt brauchen wir aber die Kräuter. Erstmal kurz sammeln. So. Hier wäre eigentlich die Kampfmesser, Pistole, Pistolenmunition. Das Gewehr kommt hier hin, die Gewehrmunition dahin und der kommt dahin. Kann man hiermit die normale Munition verwenden? Cool, geht. Okay, ich glaube, das Gewehr ist ein bisschen besser als das andere. Ich weiß es nicht genau. Aber es hat schon mal mehr Schuss. Zeig und Kanister. Das Zeug bringt einfach, naja, es nimmt so viel Platz weg. Das ist das Problem.
1, 2, 3, 4 Todesmasken, erste Hilfe. Was ich mit dem Kasten machen muss, weiß ich noch nicht genau. Und hiermit auch noch nicht. Aber wir können jetzt auf jeden Fall die Masken verwenden. Mal überlegen. Und wir sind auch noch nicht dazu gekommen, den einen Raum zu checken. Da war noch irgendwas für uns. Deswegen versuche ich das jetzt zu kombinieren miteinander. So. Ich habe nicht so viel Platz. Ich nehme jetzt mal das Gewehr mit. So. Und ehrlich, das lasse ich auch mal da. So. Zack. Und die Masken rein. Und noch was zum Heilen mitnehmen. Guten gemischten Kräuter. Oh Mann. Okay, ausrüsten. Und nochmal kurz speichern. Immerhin war das ja sowas wie ein Boss. Und Save Points gibt's hier ja nicht. So, wir haben ja noch nicht so viel gemacht seit dem letzten Mal, deswegen überschreibe ich den Spielstand. Jo, Speichern beendet. Okay, packen wir die wieder weg. Gut. Und dann machen wir uns mal auf die Suche. Naja, wir wissen ja, wo es rausgeht. Das war ja direkt in der Mitte vom Haus. So, einmal rum. Manchmal wünsche ich mir echt, es gäbe so einen Teleporter in jedem dieser beiden Safe Rooms auf den beiden Flügeln, dass man einfach direkt wechseln könnte von einer Seite auf die andere. Aber mir fällt gerade erst auf, den Schlüssel, den wir gekriegt haben, den haben wir jetzt nur für diesen einen Raum verwendet. Toll. Aber wir haben diese Maske bekommen, also hoffe ich, dass wir durch die Maske jetzt auch weiterkommen. Dü-dü-dü. Ja, das war ja hier. Zack. Aber ich merke das schon, dass ich mich gerade wieder viel besser in dem Haus auskenne. Das ist einfach... Naja, so verwirrend finde ich es gar nicht mehr, aber... Ja, so logisch ist der gesamte Aufbau jetzt auch nicht. Es ist zwar relativ gut geteilt in die beiden Hälften, die man einfach voneinander trennen muss. Oh. Naja, als ob ich mich getroffen hätte. Oh Mann. Und jetzt haben wir... Mist. Jetzt haben wir das Feuerzeug nicht dabei. Oh cool. War das das, was hier gefehlt hatte? Jupp, der Raum ist grün. Okay. Dann gehe ich einfach mal wieder zurück und wir benutzen die Masken. Und das ging schneller als erwartet. Und wir haben damit ja auch so ziemlich alles abgegrast. Ja, da haben wir noch einen kleinen Bereich, der rot ist. Aber ansonsten ist das gesamte Haus grün. Das sieht doch gut aus. Also schauen wir mal draußen nach, was da passiert. Ach man, der Richard ist nicht mehr da. Ist das nicht traurig? So, hier lang. Und wieder raus.
Aber es ist echt eine schöne Tür. Auch mit der Malerei. So. Was gibt's denn hier? Okay, es sieht aus, als hätte der keine Augen. Jupp. Oh Mann. Vier Ketten. Okay, der hat gar nichts. Oh nein, ich will nicht, dass der Sarg runterkommt. Das ist nicht nötig. Bleib ruhig oben. Sieht so aus, als wäre da keine Nase. Nee, falsche. Oh, ich stehe wohl einfach falsch. Hm, komisch. Ich stehe doch direkt davor. Jetzt geht's doch. Was sind das eigentlich für komische rote Pickel an den Masken? Hallo? Das ist bestimmt der Dracula. Nein, ich wollte das da einsammeln. Oh, jetzt geht natürlich zufällig die Tür zu. Hallo? Ha, ich bin ja ausgewichen. Wow! Wer wird denn gleich rot werden? Okay. Wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Und noch eine Munition. Und was hat das Ganze jetzt gebracht? Ja, bleibt uns was anderes übrig. Hier ist etwas. Stein- und Metallobjekt mitnehmen. Jo. Nehmen wir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jo, das hatten wir gerade. Okay, ich frage mich gerade nur, was wir mit dem neuen Item anstellen können. Hm. Ich hoffe mal, das können wir da hinten verwenden. Da war irgendwie draußen so ein Weg. Ja, wir sind hier. Wir sind schon in der Nähe. Ich sollte mal lieber den anderen Weg nehmen. Gut, dass ich auf die Karte geguckt habe. Hier durch. Nein! Wölfe! Und einmal hier rum. Unsere Rabenfreunde sind nicht mehr da. Aber mit dem offenen Stück Wand erklärt sich jetzt auch, wie die Kumpels reingekommen sind. Nur wer hat sie reingelassen? Ich meine, wir haben es aufgemacht. Und sie waren schon vorher drin. So. Da können wir noch nicht durch. Wattendispensers. Mhm. Okay, und der Speicherraum. Eine Tür, durch die wir nur von dieser Seite kommen. Deswegen will ich gleich versuchen, ob wir das Wappen hinten benutzen können oder vielleicht dieses andere Wappen. Ich hoffe es. Vielleicht müssen wir die auch erst kombinieren oder sowas. Nee, das bringt nichts. Es ist 1, 2, 3, 4... Sieht achteckig aus. Der Schänder des verfluchten Sarges. Das ist doch schon mal achteckig. Ach, jetzt passt es auch immer doch. Toll. Kann man jetzt hier durch? Mhm.
First Aid Kit. Kit. Hallo. Ich sehe das doch. I want to have it. I want to become it. Für die Leute, die auf eine korrekte englische Aussprache und Grammatik bestehen. Lauter Dinge für Gärtner. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Außer dieses First Aid Spray. Und eine Batterie. Nimmst du auch mit. So, und was ist hier? Auch noch eine Tür. Okay. Jo, der Raum ist grün. Und, ja. Der Part ist vorbei. Ich werde kurz die Sachen wegbringen. Ein bisschen umrüsten, das Inventar. Pistole wieder mitnehmen. Und dann geht's hier gleich weiter. Bis dahin. Ciao.